Keine Überraschung, dass er heute im Zentrum der Aufmerksamkeit steht. Denn für ihn ist das ja ein Duell gegen seinen Ex-Club. Wir sind live dabei, bleiben Sie dran. Herzlich willkommen im Old Trafford in dieser traditionsreichen Arena hier in Manchester. Wolf Fuß und der Kollege Frank Buschmann werden Sie wie gewohnt durch dieses Spiel begleiten. Und wir freuen uns heute auf ein Spiel aus der Premier League. Manchester United gegen Southampton. Und das wird mit Sicherheit ein spannendes Spiel, Wolf. Die haben sich beide einiges vorgenommen. United ist eine dieser Mannschaften, vor denen vermutlich im Moment ganz Europa zittert. Ja, Wolf, und das nicht nur, wenn ein Spiel gegen Manchester United ansteht, sondern auch, wenn das Transferfenster aufgeht. Die holen sich eigentlich, wen sie wollen, und gefühlt wollen sie ja jeden. Hier ist die heutige Aufstellung von Manchester United. Sie treten hier heute in 4-3-3 an, Buschi. Kurzer Kommentar von dir dazu. Es ist natürlich eine sehr offensive Ausrichtung. Mit den beiden Flügelstürmern werden sie dann versuchen, das Spiel breit zu machen. Kurzer Blick auf die Aufstellung von Southampton. Der Mann im Tor ist heute Alex McCarthy. David Klaassen steht mit James Ward-Prowse im Zentrum. Und sie gehen mit zwei Stürmern in diese Partie. Auf die wird es heute natürlich ankommen. Die sollen die Tore machen. Der Ball ist freigegeben und das Spiel beginnt. Er lässt weiterlaufen. Klasse. Durch den Vorteil gerät das Spiel nicht in Stock. Gutes Tackling. Didi. Berardi. Cavani ist das. Bruno Fernandes. Jetzt können sie flanken. Tolle Parade und das aus kürzester Distanz. Ja, den muss er erstmal halten. Da muss er überhaupt erstmal rankommen. Diese Reflexe sind unfassbar. Flanke Jadon Sancho. Ja, wird geblockt. Da kommt die Ecke. Das war eine gute Chance, aber der Ball wird abgeblockt. Ward-Prowse. Sieht vielversprechend aus. Aber dann verlieren sie den Ball, keine Gefahr mehr. United verliert den Ball. Redmond. Das. Oh, warte, was für eine Chance. Also wenn er da den Schlenzer nimmt, dann geht er rein. Gut möglich. War eine Riesenchance. Ah, sowas sieht er natürlich nicht gerne. Stichwort Chancenverwertung. Da hätten sie den Führungstreffer machen müssen. Berardi. Didi. Ward-Prowse. Hier wurde auf Vorteil entschieden. Sehr gute Entscheidung. Platz zum Kontern.
David Klaassen. Das macht er sehr gut. Klasse Tackling. Didi. Am Ball Bruno Fernandes. Berardi. Jetzt Man United im Angriff. Jetzt wäre Zeit für eine Flanke. Ball kommt an den kurzen Pfosten. Das war einfach. Er holt sich die Flanke. Da können sie klären. Kyle Walker-Peters. Sie unterstützen gut. Redmond. Die Chance. Sehr gut gemacht vom Torhüter. Das war sie, die Riesenchance. Aber wir sehen's, kein Tor. Ja, das kann dem Trainer nicht schmecken. Jadon Sancho. Da muss er hin und holt sich den Ball. Ball wird abgefangen. Ja, da ist Platz jetzt. Schön dazwischen gegangen. Er passt gut auf und hat den Ball. Da haben sie jetzt einige Optionen. Klassen. Noch steht sie unentschieden, aber sie machen viel Druck. Schöner Einsatz. Wichtig, dass sie da klären. Adams. Ward-Prowse. Was macht er draus? Sauberes Tackling von ihm. Cavani. Luke Shaw. Da ist der Ball an den langen Pfosten. Ganz starker Kopfball, aber eben auch klasse gehalten. Ja, der hätte gepasst. Gute Aktion von beiden. Wilfried Ndidi. Super Unterstützung jetzt aktuell. Genau hinschauen, erstmal Augen auf jetzt. Da zeigt er, dass er ein echter Rückhalt ist für diese Mannschaft. Entschärft diese gute Chance per Hechtsprung, Buschi. Klasse Aktion, alles richtig gemacht. Gibt Sinn, Applaus. Vielleicht die Führung jetzt. Gehalten. Unglaublich, Wolf. Was für ein sensationeller Reflex. Die Fans hoffen auf die Führung jetzt bei dieser Ecke. Jetzt kommt der Wechsel, der verletzte Spieler muss runter. Ach, schade, dass er nicht weitermachen kann. Wilfried Ndidi. Die Chance! Pogba. Macht er gut, Balleroberung. Die Chance für den Konter. Ah, da geben sie den Ball ab, so wird das mit der Konterchance natürlich nichts. Edinson Cavani. Der Ballverlust durch Cavani. Pass wird abgefangen. Füllkrug. Nachspielzeit eine Minute. Gut aufgepasst vom Torwart. Niklas Füllkrug. Sie können es machen. De Gea, da war er wieder. Super Parade aus dieser kurzen Entfernung. Ecke in die Mitte. Da ist der Ball erstmal raus. Das war's für die erste Hälfte. Man United muss hier noch was tun. Es steht unentschieden. Noch heißt es hier unentschieden, aber wer weiß, man ahnt so ein wenig, hier geht noch mehr. So, gehen wir rein in die zweite Spielhälfte. Es ist hier bislang wirklich alles ausgeglichen.
Bruno Fernandes. Das ist Pogba. Ah, ich glaube, das war natürlich kein guter Pass. Gute Aktion. Jadon Sancho. Ball kommt. Wilfried Ndidi. Chance zur Führung. Sie liegen vorne und schauen Sie sich diesen Jubel an. Die Fans liegen sich in den Armen, die Spieler liegen sich in den Armen. So hatten sie sich das vorgestellt. Ja, da ist die Freude natürlich groß. Der Dank vor allem auch an den Trainer. Jetzt machen sie das Tor doch noch. Bisher hat er hier alles gehalten. Trotz dieses Gegentreffers ein starker Auftritt. So, da hätten wir also das 1:0. Mal sehen, wie es hier weitergeht. Sauberes Tackling von ihm. Was viele schon erwartet hatten, ist nun eingetroffen. Er wird den Club verlassen. Der Wechsel steht jetzt fest. Also das möchte ich mal wirklich als Schnäppchen bezeichnen. Das ist ein Transfer-Coup. Damit habe ich nicht gerechnet. Berardi! Sie haben diese Partie jetzt doch mehr oder weniger im Griff. Sieht im Moment gut aus und das Tor gibt natürlich zusätzlich Selbstvertrauen. Wir schauen uns die Wiederholung nochmal an. Erst zieht er an seinem Mann vorbei und dann setzt er sich durch. Willensstark, das zeichnet ihn einfach aus. Er lässt der Abwehr keine Chance. Ich glaube, das gibt eine ziemliche Ansprache in der Kabine. Da passt ja nichts zusammen heute. Jetzt hat er sich komplett anders vorgestellt. Hier steht es 2:0. Sieht alles ziemlich gut aus aktuell. Cavani. Flanke Cavani. Bald steht dann auch das Achtelfinal-Hinspiel in der UEFA Champions League an. Für Manchester United. Dann geht es auswärts gegen Inter Mailand. Also das verspricht eine Menge. Das könnte ein Kracher werden. So, und jetzt sind hier noch 30 Minuten zu absolvieren. Platz für die Flanke. Noch ein Eckball. Es kommt ein frischer Mann und der Trainer muss da auch was verändern, denn im Moment liegen sie hinten. Kurze Ecke. Gute Aktion. Wilfried Ndidi. Da kommt der Schuss. Oh, da können Sie sich bei ihm bedanken. Was für ein Hechtsprung. Da zeigt er sein ganzes Können. Oh, das war gefährlich. Keine Frage. Kurze Ecke. Das gibt die Abstoß. Hier sehen wir also den nächsten Gegner von Southampton. Ja, es geht gegen Everton im nächsten Spiel in der Premier League. Und das Duell dürfte richtig spannend werden. Shaw. Ball bei Maguire. So, das ist jetzt natürlich schon klasse, was sie da machen. Enorm ruhig, ballsicher, diszipliniert. So der letzte Drang nach vorne ist momentan nicht zu sehen. Aber sie liegen halt vorne und wer will es ihnen verdenken? Ball weiter im Spiel, könnte durchaus gefährlich werden. Klasse Einsatz. Und da haben wir es, das Tor. Wir schauen noch mal auf die Wiederholung. Da setzt er sich durch.
Und da zieht er aus der Mitteldistanz wuchtig ab. Da ist der Torhüter absolut machtlos. Ja, Zuversicht sieht anders aus. Seine Miene passt zum Spielverlauf. Heute geht wenig bis ja, gar nichts. Sie können sich hier weiter absetzen mit diesem 3:0. 20 Minuten haben wir noch auf der Uhr. Mal sehen, was sich noch tut. Er könnte flanken. Ja, vielversprechende Aktion. Wilfried Ndidi. Sie gehen dazwischen. Da haben sie jetzt den Ball. Bruno Fernandes. Gefährlich, der Steilpass. Gehalten, ganz stark. Klassen. Jetzt ist der Platz da. Er pariert, aber der Ball bleibt im Spiel. So, Vorteil nach diesem Foul. Können Sie das für sich nutzen? Das ist die Chance. De Gea ist da. Starke Aktion. Die Aktion wird jetzt also doch noch bestraft. Er sieht hier die gelbe Karte. Und das geht auch vollkommen in Ordnung. Ich denke, da kann er sich nicht beschweren. Da konnten sie nichts draus machen. Schönes Dribbling hier. Da ist die Hereingabe. Erstmal geklärt. Pogba mit dem super Zuspiel. Jadon Sancho. Im eigenen Strafraum geht er da recht rustikal zur Sache, aber der Schiri deutet an, weiterspielen. Da verlieren sie den Ball. Ball wird hier erstmal geblockt. Jetzt schießt er. Ganz stark abgeblockt. Wieder einmal. Er ist heute hellwach. Vorne der Ballgewinn. Wilfried Ndidi. Jetzt die Chance. Aber am Ende kommt nur dieser eher harmlose Schuss dabei rum. Keine Probleme. Southampton über den Flügel. Wichtig natürlich, dass sie da dazwischen gehen. Sehr gutes Tackling, das war wichtig. 3 Minuten Nachspielzeit kriegen wir. Ndidi. Paul Pogba. Ah, da wäre jetzt Platz. Und das Tor! Da ist nochmal die Wiederholung dieses Tores. Er setzt sich durch. Da ist er einfach gedankenschneller als die Verteidigung. Ja, in der Tat. Viel zu schnell und im Abschluss auch noch effizient. Klare Sache hier. Das 4:0 ist schon deutlich. Das ist der Schlusspfiff in dieser Partie in der Liga. See Tommy keep shining in the streets and we're still wildin'. Only peace, only violence, no violence in the sun where I'm high.